Ihr habt die Woche abgestimmt, was ihr als nächstes im Skizzenbuch sehen wollt, und die meisten von euch wollten Buntstift. Euer Wunsch ist mir Befehl, also gibt es heute eine Doppelseite voll mit Buntstiftskizzen. Und zwar wird das dann ähnlich aussehen wie diese Doppelseite zum Thema Wolf. Erstmal aber ein herzliches Willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Caro und bei mir gibt es jede Woche ein Video zum Thema Kunst. Meistens sind es Tierzeichnungen oder auch Skizzenbucharbeiten. Und ja, wenn ihr meine Videos gerne schaut und ihr gerne hier seid, vergesst nicht, diese zu liken, um mich kostenlos zu unterstützen, und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, falls ihr das nicht eh schon gemacht haben solltet. Vielen Dank dafür und macht dann beim nächsten Mal auch gerne mit bei der Abstimmung, was ihr sonst noch so sehen möchtet. So. Wo war ich? Ach ja, Buntstiftskizzen. Ich sketche diese heute mit Polychromos ins Hemper-Skizzenbuch, welches übrigens aus 100% Hanfpapier besteht. Wie immer findet ihr meine Materialien auch nochmal unten in der Videobeschreibung wieder. Für diese Doppelseite habe ich mich für das Thema Afrika entschieden. Auch nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr nicht wisst, was ihr malen oder zeichnen sollt und nach Vorlagen sucht, schränkt euch erstmal ein bisschen ein. Sucht euch gegebenenfalls auch ein Thema aus oder nehmt vielleicht einen Buchstaben, zum Beispiel ein A, und dann malt oder zeichnet ihr nur Tiere, die mit A anfangen, wie Antilope, Alligator, Ameise und so weiter. Ich habe mich, wie bereits erwähnt, für das Thema Afrika entschieden. Und natürlich gibt es bei mir heute Tiere zu sehen, und zwar verschiedene Tiere. Diese Begriffe habe ich dann bei Pixabay eingegeben und bin so relativ schnell auf meine Motive gekommen, die ich sketchen möchte. Dabei habe ich mir bei der Fotoauswahl auch nicht so viel Zeit gelassen, sondern habe oftmals die erstbesten genommen, die mich einfach angesprochen haben auf irgendeine Art und Weise. Denn das spart Zeit und man fängt nicht wieder an, irgendwie Bilder miteinander zu vergleichen. Das spart nämlich Zeit und man möchte ja auch einfach erstmal nur eine Skizze anfertigen, also kein mega realistisches Bild oder ähnliches, oder ein Bild, was man vielleicht verkaufen möchte, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen sollte, was für eine Vorlage man nimmt. Macht euch da nicht so einen großen Kopf drum. Nehmt einfach das Bild, was euch anspricht direkt, wo man vielleicht auch die wesentlichen Merkmale sieht, zum Beispiel wo man bei diesem Impala, was ich hier gerade male, oder sketche, die Hörner gut sieht, sodass man aber auch die Proportionen und die Licht- und Schattenverhältnisse gut sieht. Nehmt das dann einfach und fangt einfach an. Im Gegensatz zu den Wolfskizzen übrigens habe ich hier mit wenigstens 3 Farben pro Skizze gearbeitet, einfach um mehr Tiefe reinzubekommen und auch um es ein bisschen bunter zu gestalten. Hierfür nehme ich übrigens extra die knalligen Buntstifte, die ich in der Regel nicht für meine anderen Zeichnungen verwende, beziehungsweise kaum dafür verwende. Und so müssen sie nicht ihr Dasein einfach im Schubfach fristen, sondern haben so auch nochmal einen schönen Zweck und werden so auch benutzt. Ihr seht, ich mache auch recht grobe Striche, die auch oftmals nicht in Fellrichtung sind. Und die Stifte sind auch nicht immer perfekt gespitzt, sondern ich sketche einfach so drauf los, wie sie sind, spitze die vielleicht zwischendurch mal an, so wie es gerade passt. Wenn ich zum Beispiel mehr Druck ausüben möchte, dann spitze ich die vielleicht mal ein bisschen an und sonst ist mir das relativ egal. Denn die Skizzen müssen ja auch nicht perfekt und mega hyperrealistisch ausgearbeitet werden. Ich trainiere mit solchen Skizzen vor allem die Proportionen und die Kontraste. Und durch solche Übungen prägt sich das bei mir auf jeden Fall sehr gut ein. Alternativ kann man natürlich auch mit nur einem Buntstift zeichnen. Da empfiehlt es sich dann vielleicht nicht mit Gelb zu arbeiten, sondern einen wenig dunkleren Buntstift zu nehmen oder eventuell einen Bleistift zu nehmen. Indem ihr mit dem Stift dann mehr oder weniger aufdrückt, könnt ihr dunklere und hellere Bereiche erschaffen. Das trainiert übrigens nicht nur das Verständnis von Kontrasten, sondern auch das Gefühl für das Zeichenmaterial. Und ich sage euch noch was, ich hatte anfangs übrigens auch ein bisschen Bedenken, mit Buntstiften zu sketchen, bis ich es mal einmal gemacht habe. Denn ich hatte immer im Hinterkopf, ich kann es ja nicht radieren, also wenn irgendwas falsch ist, kann ich es nicht radieren. Das ist blöd. Doch muss ich sagen, dass mir das
diese Gedanken irgendwie nimmt, weil ich denke, okay, ich kann halt nicht radieren. Wenn irgendwas schief läuft, male ich das halt irgendwie über und zur Not nehme ich halt einen dunkleren Stift und zeichne die Linien ein, die halt korrekt sind und habe das hellere einfach darunter liegen. Ich kann nur sagen, probiert es vielleicht einfach mal aus, wenn euch das interessiert. Mir hat die Tatsache, dass man es nicht radieren kann, irgendwie diesen Druck genommen, dass es perfekt sein muss, sondern ich habe es dann einfach so hingenommen, das, was ich so gezeichnet habe und wie schon erwähnt, sonst mit einem dunkleren Stift einfach mal andere Linien nachgezogen, die dann richtig waren. Und natürlich darf beim Thema Afrika ein Löwe nicht fehlen mit seiner schönen, prächtigen Mähne. Die mussten natürlich mitgesketcht werden. Allgemein auch bei Skizzen finde ich sehr interessant zu beobachten, worauf der jeweilige Künstler Wert legt. Also ob auf Farben, ob auf Form, ob auf Kontraste und so weiter. Und ich finde, gerade bei Skizzen wird sowas halt sehr sichtbar. Bei mir sind es wohl Proportionen, oftmals auch klare Linien, Kontraste, egal ob farbliche Kontraste oder auch hell-dunkel-Kontrast. Übrigens habe ich dem Löwen noch einen dunkleren Hintergrund verpasst, gerade im Bereich der Mähne, damit sich die hellen Bereiche einfach besser vom Papier abheben. Der Elefant, der jetzt kommt, der war wirklich schon hart, muss ich sagen. Gerade so Tiere von vorn zu zeichnen, finde ich zum Beispiel deutlich schwerer als im Profil, also so von der Seite. Deshalb hier auch nochmal ein Tipp, wenn ihr anfangt mit dem Zeichnen oder Sketchen, probiert erstmal ein Tier oder Mensch von der Seite zu sketchen oder zu zeichnen und danach zeichnet ihr das mal von vorn. Und ich bin gespannt, was ihr schwerer findet. Also wie gesagt, ich finde wirklich die Frontalansicht finde ich schwieriger als die Seitenansicht. Ich muss wirklich sagen, seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren, ich habe es mittlerweile aus den Augen so ein bisschen verloren, seit wann das ist, liebe ich wirklich Skizzenbücher. Es ist so befreiend, einfach da drin rumzusketchen. Ich habe dadurch schon so viel gelernt und ich bereue es, dass es irgendwie nicht schon vorher für mich entdeckt habe, sozusagen. Und ich weiß, dass manche schon allein beim Wort Skizzenbuch von euch so ins Schwitzen kommen, dass da Angst da ist, das zu versauen, es nicht hinzubekommen. Und hier meine ich nicht diejenigen, die einfach lieber auf losen Papier malen, weil es für sie einfach besser passt, denn jeder so, wie er oder sie mag. Kein Problem, ich bin da offen. Ich muss euch sagen, ihr könnt einfach nichts verlieren, ihr könnt nichts versauen, ihr könnt nur dazu lernen. Und ein Skizzenbuch ist erst dann sinnlos, wenn es nur unbenutzt irgendwo in der Ecke liegt. Und merkt euch wirklich eins, zum Schluss ist es nicht die eine Seite, wo es drauf ankommt, sondern ihr habt zum Schluss einfach ein komplettes Gesamtwerk, eine Sammlung von euren Übungen und das sozusagen in einem kleinen Buch. Und ich übe nicht nur in diesen Skizzenbüchern, sondern probiere verschiedene Sachen aus, wie Bildkomposition, verschiedene Farben, Hintergründe, Techniken und ich halte auch darin Ideen fest, auf die ich gegebenenfalls später nochmal zurückgreifen möchte. Und ja, deswegen bewahre ich natürlich auch alle meine Skizzenbücher auf. Der Platz wird langsam knapp, dennoch finde ich das immer sehr wichtig, dass ich da nochmal drauf zurückgreifen kann, auch um meine Entwicklung zu sehen, denn das motiviert zum Beispiel auch sehr, wenn man jetzt alte Zeichnungen oder Bilder oder Skizzen anschaut und sich dann die jetzigen anschaut und sieht, hey, ich bin jetzt zum Beispiel deutlich schneller mittlerweile mit dem Sketchen als noch vor einem Jahr. Und ich glaube auch, sie sehen besser aus als vor einem Jahr. Und das kann man alles darin sehen und nachverfolgen. Und ich muss wirklich sagen, das motiviert einen natürlich total. Und in diesem Sinne greift natürlich, während ihr meine Videos schaut, gerne selbst zu euren Mal- und Zeichensachen und seid gerne mit mir kreativ. Das ist nämlich doch irgendwie ein schöner Gedanke, dass wir irgendwie zusammen kreativ sind, obwohl wir ja nicht zusammen irgendwie so da sitzen. Ich denke, ihr wisst, wie ich das meine.
Nun aber zurück zum Video. Die ersten drei Skizzen haben alle um die 10 Minuten gedauert. Der Affe, den ich jetzt sketche, hatte es wirklich auch noch mal in sich. Vor allem auch wegen der Hand und weil mehr Körper abgebildet ist, mehr Gesichtsmimik da ist. Also ich fand den Affen mit am schwierigsten, muss ich sagen. Und er hat mit über 12 Minuten auch mit am längsten gedauert. Dennoch muss ich wirklich sagen, dass ich sehr happy mit dieser Skizze bin. Und ich hätte vor einem Jahr vor allen Dingen gesagt, irgendwie, das bekomme ich nicht hin. Das bekomme ich nicht hin. Gerade vor 2 Jahren hätte ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Mittlerweile suche ich mir einfach eine Vorlage raus und sketch das einfach. Weil ich auch meinen eigenen Können mittlerweile vertraue. Natürlich passieren mir trotzdem immer noch Fehler. Zum Beispiel sind die Stoßzähne vom Elefanten zu weit unten. Naja, dennoch bin ich wirklich stolz auf diese Affenskizze. Und ja, ich weiß, Eigenlob stinkt. Dennoch finde ich, wenn man sich weiterentwickeln möchte, muss man sich auch selbst irgendwie kritisieren können. Man muss sehen und verstehen können, das habe ich gut gemacht, das fand ich gut, das hat gut geklappt. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Dann kann man auch einfach mal stolz auf sich sein und sagen, ja, das ist mir gut gelungen, das finde ich gut. Wenn ich jetzt aber beim Elefanten zum Beispiel gemerkt habe, okay, die Stoßzähne sind so weit unten, dann muss ich beim nächsten Mal einfach besser darauf achten. Dann nehme ich daraus auch was mit. Trotzdem habe ich die Skizze beendet. Dennoch habe ich im Hinterkopf, okay, einfach besser auf solche Details achten. Und da sieht man mal wieder, Tiere von vorne fallen mir einfach schwerer. Gerade auch diese Abstände abzuschätzen, es fällt mir einfach schwerer. Und das weiß ich auch, dass das meine Schwäche ist. Ich versuche dennoch weiter daran zu arbeiten, denn ich möchte mich ja weiterentwickeln. Deswegen finde ich es, wie gesagt, wichtig, seine Bilder kritisch zu betrachten, sich auch mal zu loben, auch mal, dass man stolz auf sich ist. Trotzdem aber sieht, worin man sich noch verbessern kann. Ja, so viel dazu. Und ich verrate euch noch ein kleines Geheimnis. Eigentlich war ich schon recht traurig, dass nicht so viele Gouache oder Aquarell wollten für das Skizzenbuchvideo. Aber ich habe gefragt und dann muss ich da auch durch und das machen. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, hey, es ist dein Kanal, du kannst machen, was du möchtest. Dann machen aber Umfragen keinen Sinn. Also wenn ich dann nicht das mache, was in der Umfrage ist, dann macht das halt für mich keinen Sinn. Also Pech gehabt. Im Endeffekt muss ich allerdings sagen, ich hatte extrem viel Spaß dabei, diese tolle, bunte Seite zu gestalten. Ich hatte eine tolle Zeit, ich habe eine Seite im Skizzenbuch gefüllt, ich habe dabei noch was gelernt und für euch dieses Video gemacht. Also positive Sachen durchweg und ich verrate euch noch ein kleines Geheimnis. Achtung, Spoiler, Alarm. Ich weiß ja schon, was bald auf diesem Kanal kommt. Also es wäre auch irgendwie schon besser und logisch, wenn ich das weiß, weil ich mache die Videos ja auch die breite Jahr vor. Naja, auf jeden Fall gibt es bald noch mehr Skizzenbuch-Content. Denn erstens, ich versuche beim Plain April teilzunehmen. Heißt, man geht jeden Tag im April nach draußen, malt ein Bild in der Natur. Also wenn ihr das hier jetzt gerade seht, habe ich hoffentlich schon damit angefangen. Und dann wird es auch Ende April hoffentlich, wenn alles glatt geht, ein Video dazu geben und zu den Skizzen. Zudem habe ich hier noch ein Mini-Skizzenbuch und das riecht doch irgendwie nach einer Challenge. Oder was meint ihr? Das erwartet euch auf jeden Fall noch im April. Und ein anderes Video ist noch geplant, das verrate ich jetzt aber nicht. Ich will euch ja auch nicht die ganze Spannung irgendwie kaputt machen. Das wäre ja auch irgendwie blöd. Von daher
geht's nun erstmal weiter mit einer Giraffe. Und mit etwa 5 Minuten war das hier wirklich die schnellste Skizze von allen. Zugegeben, im Vergleich ist der Affe halt deutlich größer. Ich habe trotzdem gemerkt, dass ich, je mehr ich am Stück sketche, desto leichter fällt mir das alles, auch mit den Proportionen und mit dem Schattieren und sowas. Und da sieht man, dranbleiben lohnt sich, üben lohnt sich. Und es macht, wie gesagt, auch wirklich viel Spaß. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, egal womit ihr sketcht, probiert es einfach mal aus. Es macht einfach richtig viel Spaß. Und wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr bereits Skizzenbücher benutzt und mit welchen Medium ihr am liebsten sketcht. Heißt Gouache, Aquarell, Tinte, Bleistift, Buntstift und so weiter. Ich bin da sehr gespannt drauf, also haut das in die Kommentare. So, ich bin jetzt gleich fertig mit der Giraffe. Übrigens habe ich dann noch einen Hintergrund beim Elefanten eingefügt, weil ich fand die Lücke zwischen Giraffe und Elefanten ein bisschen groß. Und dann habe ich das einfach ganz grob eingesketcht mit einem dunkleren Stift, den Hintergrund. Und somit hob sich, finde ich, der Elefantenkopf auch nochmal ein bisschen besser vom Papier ab. Ähnlich wie mit der Löwenmähne, die es sich vorher auch schon so gemacht hatte. Und ich habe die Lücke gefüllt. Ja. 2-in-1 Lösung. Übrigens, damit ihr mal so ein Zeitgefühl kriegt, wie lange so ein Video dauert. Also das Sketchen an sich hat ungefähr 1 Stunde gedauert. Und das komplette Video, also von der Idee, das Sketchen, Video laden, schneiden, Voice-Over, Kontrolle und Hochladen, liege ich bei um die 4 bis 5 Stunden. Und das hier ist ja ein relativ einfaches Video. Ehrlich gesagt, ich habe anfangs versucht, das in Echtzeit aufzunehmen, auch echt in Echtzeit so da drauf zu sprechen. Es hat aber null funktioniert, weil ich irgendwie komisch geredet habe. Deswegen bekommt ihr jetzt einen schönen Zusammenschnitt oder habt ihr jetzt einen schönen Zusammenschnitt mit Voice-Over bekommen. Ja, und dann bin ich auch schon fertig mit der Skizzenbuchseite. Ich bin wirklich sehr, sehr happy damit. Ich finde sie sehr gelungen und sehr schön bunt und es erinnert mich immer wieder daran, dass ich mal mehr mit Buntstift, Bleistift oder Tinte sketchen sollte, weil das auch einfach schön aussieht und viel Spaß macht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen kreativen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!